Supta Kamalasana ist die Bezeichnung für verschiedene Asanas. Zum einen eine Variation des Bogens. Fasse mit der linken Hand an den Fuß in Umgriff und ziehe den Fuß zur Schulter hin. Hebe den rechten Arm und das rechte Bein nach oben und halte Arm und Knie gestreckt. Versuche dabei, Fuß und Hand in gleicher Höhe zu halten. Das ist dann Supta Kamalasana. Kamala ist ja der Lotus und die offenen Arme bilden eben wie ein Lotus. Und von der Seite betrachtet kannst du das vielleicht nachvollziehen, dass es wie eine große Blüte ist. Eine zweite Stellung, die Supta Kamalasana genannt wird, ist einfach aus dem Lotussitz, der ja sowohl Padmasana als auch Kamalasana heißt, lege dich auf den Boden. Du kannst dich dabei entweder auf den Rücken legen, da ist es Urdhva Mukha Supta Kamalasana, oder du kannst dich auch auf den Bauch legen, da ist es Adho Mukha Supta Kamalasana, der nach unten schauende, liegende Lotus.